US-Präsident Biden hat Maßnahmen angekündigt, um einen eventuellen russischen Einmarsch in die Ukraine zu verhindern. Er werde ein umfassendes Paket an Initiativen zusammenstellen, das es Herrn Putin erschwere, das zu tun, was viele befürchten, sagte Biden, ohne ins Detail zu gehen. Für die nächsten Tage wird eine Videokonferenz beider Präsidenten erwartet. Russland hat nach ukrainischen Angaben mehr als 94.000 Soldaten an der Grenze zusammengezogen. Verteidigungsminister Reznikow sagte im Parlament in Kiew, Russland bereite sich möglicherweise auf eine Militäroffensive Ende Januar vor.